Willkommen. Comenius hat viele Vorschläge für die Reform von Schulen gemacht, die er insgesamt als Methode bezeichnet, mit der alle alles leicht, mühelos und angenehm lernen können. Im Mittelpunkt steht dabei die Verwendung von Schulbüchern im Frontalunterricht. Comenius bezeichnet als Methode den Aufbau des Curriculums, die Organisation der Schule und den Ablauf des Unterrichts. Seine Absicht ist es, alle Aspekte harmonisch aufeinander abzustimmen und so auch in der Methode den pansophischen Gedanken zum Ausdruck zu bringen. Die Unterrichtsmethode wird also von Comenius auch verwendet, um Erziehungsziele zum Ausdruck zu bringen und nicht als neutral gegenüber dem Inhalt angesehen. Im Folgenden geht es vor allem um den von Comenius vorgeschlagenen Ablauf des Unterrichts. Comenius rückt die, wie er schreibt, einheitliche und natürliche Unterrichtsmethode, die für alle Schülerinnen und Schüler und jeden Gegenstand geeignet ist, in den Mittelpunkt. Diese Methode zeichnet sich durch eine Abstimmung der vom einfachen zum schwierigen verlaufenden Abfolge der Inhalte mit der Entwicklung der Lernenden aus, die Comenius für alle Fächer und Altersstufen entwickelt. Dann werden für alle Bereiche einheitliche Prinzipien entwickelt. Diese Prinzipien sind der Anschluss an bekanntes Wissen, der Ausgang von sinnlichen Erfahrungen, das Vorgehen vom Allgemeinen zum Besonderen, die Verwendung von Beispielen, das Arbeiten mit Übung und die Selbsttätigkeit der Lernenden. Diese Prinzipien werden von Comenius in der zentral vorgeschlagenen Methode verbunden. Die zentrale Methode ist der Vortrag der Lehrenden. Dieser Vortrag ist so einzurichten, dass viele Lernende dem gleichen Thema gleichzeitig zuhören. Im Lehrvortrag sollen auch Fragen an die Lernenden gestellt werden, sowie Fragen von den Lernenden zugelassen werden. Darüber hinaus beschreibt Comenius Diktate, Übersetzungsübungen und eine wechselseitige Korrektur in der Gruppe als Unterrichtsmethoden. Entscheidend ist dabei, dass die Lernenden den Lernprozess steuern, nicht die Lehrenden. Comenius sieht diese Vorschläge als eine Methode an, die für alle Gegenstände gleich zu verwenden ist. Diese eine, laut Comenius natürliche Methode, ist auch durchgehend in allen Schulstufen anzuwenden. Für seine Unterrichtsmethode gibt Comenius dann drei Voraussetzungen an. Erforderlich ist erstens ein Muster, zweitens ein Stoff und drittens Werkzeuge. Die Lernenden sind dann schrittweise anzuleiten, mit den Werkzeugen durch die Nachahmung von Beispielen dem Stoff immer kompliziertere Formen zu geben. Also etwa kompliziertere Dinge zu bauen, anspruchsvollere Bilder zu malen oder komplexere Tänze zu tanzen. Als Gegenstände unterscheidet Comenius wissenschaftliche, ästhetische und handwerkliche sowie sittliche Gegenstände und die Frömmigkeit. Zwischen handwerklichen und ästhetischen Gegenständen unterscheidet er nicht. Beides fasst er unter der Methode für die Künste zusammen. Für die Künste gibt Comenius die Maßgabe, dass Tätigkeit durch Tätigkeit erlernt werden soll. Er schreibt dazu, ich zitiere, die Handwerker halten ihre Lehrlinge nicht mit Betrachtungen hin, sondern führen sie sogleich zur Arbeit, dass sie schmieden durchs Schmieden, Bildhauen durchs Bildhauen, Malen durchs Malen, Tanzen durchs Tanzen lernen. Zitat Ende. Und weiter, ich zitiere wieder, die Schulen sollen nichts anderes sein als Werkstätten, in denen tüchtig gearbeitet wird. Dann erst werden alle in eigener Praxis die Wahrheit jenes Wortes erfahren. Durch unsere Gestalten erhalten wir Selbstgestalt. Zitat Ende. Das gilt für das Schreiben ebenso wie für das Tanzen oder das Schmieden. Und auch die Sittlichkeit und die Frömmigkeit sind ähnlich zu erlernen. Die Schülerinnen und Schüler lernen Schmieden, indem sie schmieden, und sie lernen Sittlichkeit, indem sie sich sittlich verhalten. Der letzte Aspekt zeigt, dass Comenius seine unterrichtsmethodischen Vorschläge zwar in den Gegenständen getrennt diskutiert, aber immer die gleichen Prinzipien verwendet. Dabei nennt Comenius zwar auch den Unterricht von Lehrlingen durch Handwerksmeister als Beispiel
schlägt aber diese heute als Formulatur bezeichnete Form des Unterrichts, in der ein Lernender mit einer Expertin oder einem Experten zusammenarbeitet, nicht als Unterrichtsmethode für die Schule vor, wohl weil große Gruppen so nicht unterrichtet werden können. Dennoch bleibt das Lernen am Vorbild wesentlich, wobei eben ein Lehrender Vorbild für viele Lernende sein soll. Für die Sittlichkeit, die vor allem eine Erziehung zur Frömmigkeit mit den Tugenden der Klugheit, der Mäßigung, der Stärke und der Gerechtigkeit meint, empfiehlt Comenius, dass zunächst ein Beispiel erforderlich ist. In diesem Fall kann das klarerweise kein vorhandenes Werkstück oder Kunstwerk sein. Vielmehr hat das Verhalten der Eltern und der Lehrenden beispielhaft zu sein. Darüber hinaus sind in der Sittlichkeitserziehung Vorschriften zu lernen und die Kinder vor dem Verkehr mit bösen Menschen zu bewahren. Vor allem aber ist die Heilige Schrift zu lesen und deren Inhalt zu lernen. Sittlichkeit ist dann in der täglichen Lebenspraxis zu üben. Heute wird dieses Vorgehen als Frontalunterricht bezeichnet. Lehrende tragen den Gegenstand vor und verbinden das mit von ihnen gesteuerten Gesprächen. Anschließend lassen sie Übungen durchführen, gerne auch als Hausübungen, die Comenius allerdings nur indirekt und am Rande erwähnt. Ein Grund dafür ist wohl, dass viele Kinder und Jugendliche außerhalb der Schule arbeiten mussten und daher keine Zeit für Hausübungen hatten. Klar ist bei Comenius, dass die methodische Abfolge des Unterrichts in den Schulbüchern vorgegeben ist. Die Schulbücher sind den Lernenden bereitzustellen. Die Lehrenden haben sich an den Vorgaben in den didaktischen Büchern, die heute als Lehrerhandreichung bezeichnet werden, zu orientieren. Die Unterrichtsmethode wird so zentral gesteuert. Methodenfreiheit oder Methodenvielfalt waren nicht vorgesehen. Interessant ist, dass Comenius nebenbei vorschlägt, auch Stilübungen sowie Scherz und Spiel nützlich einzurichten. Dafür sollen in Scherz und Spiel die ernsten Fragen des Lebens vor Augen geführt werden. Ein methodischer Vorschlag, der etwa die US-Armee im First-Person-Shooter America's Army überzeugend umgesetzt hat. Abschließend ist hier zu bemerken, dass der Frontalunterricht heute oft als antiquierte, veraltete und nicht mehr zeitgemäße Methode dargestellt wird. Wendet man aber die Kriterien der Effizienz und Effektivität an, ist es, wie Untersuchungen immer wieder zeigen, bisher nicht gelungen, den Frontalunterricht zu schlagen. Mit den von Comenius vorgeschlagenen Klassenfrequenzen von 100 Lernenden ist wohl auch im Blick auf die Kosten keine andere Methode vergleichbar günstig. Andere Methoden sind in der Regel also nicht effizienter, sondern unterrichten anders und kommunizieren damit andere Menschenbilder und andere Vorstellungen vom menschlichen Zusammenleben. Dass bei Comenius das gottgefällige Dasein und die Vermittlung der einen Wahrheit in den Mittelpunkt gerückt wird, ist aus wissenschaftlicher Sicht jedenfalls abzulehnen, auch wenn es eine nach wie vor häufige Praxis darstellt. Comenius entwickelt seine Methode als ganzheitliches und einheitliches Konzept. Dabei stellt er eine Reihe von Prinzipien auf. Wichtig ist ihm der Anschluss an Vorwissen, die sinnliche Erfahrung, das Vorgehen vom Allgemeinen zum Besonderen sowie die Verwendung von Beispielen und vielen Übungen, in denen die Lernenden selbst tätig werden. Die Vorschläge zur Durchführung von Unterricht werden heute als Frontalunterricht bezeichnet. Im Kern besteht dieser bei Comenius aus einem Dreischritt, dem Unterrichtsvortrag, dem aus Fragen der Lehrenden an die Lernenden während des Vortrags und Fragen der Lernenden an die Lehrenden nach dem Vortrag bestehenden Unterrichtsgespräche und Übungen im Unterricht. Ein Kernproblem für Comenius bei der Entwicklung seiner Methode war, dass es vor seiner Zeit nur Unterricht für wenige Menschen gab. Unterricht für alle Menschen einzuführen, erforderte schon wegen der wenigen Lehrerinnen und Lehrer eine Organisationsform, in der ein Lehrender viele Menschen unterrichten kann. Die von Comenius dazu entwickelten Vorschläge, die etwa auch die altershomogene Klasse und den gleichen Stoff für viele Kinder vorsieht, haben sich dafür als sehr erfolgreich bewährt.
Und wenn es darum geht, einen festgelegten Wissenskanon möglichst eins zu eins an viele Menschen zu vermitteln, so wie das etwa auch mit den derzeit eingeführten Bildungsstandards wieder forciert wird, kann die von Comenius eingeführte Methode auch nach wie vor sehr gut verwendet werden. Die Freiheit des Menschen, die der Mensch aus sich selbst entwickeln kann, rückt dabei allerdings